So, und dann geht's mit einer neuen Runde auf Train Crusade. Ich habe jetzt gerade noch schnell. Also, wir machen erstmal kurz die Boxen auf. Fangen wir so an. PvE Damage. VIP, yay! Okay, also ich habe jetzt gestern mal noch eine tote Mir rausgezogen, was 5% Drop Luck bringt. Und ich habe jetzt aktuell ein Pad mit 2% Drop Luck. Problem ist halt, ich müsste die ganzen Beats wieder neu kaufen und halt dafür extra diese Beatslot Keys nutzen. Und ich weiß es nicht, ob ich das wirklich will, weil die Dinger kosten halt 1000 Dragon Chips und oh, das ist halt echt mies. Das ist halt echt, echt mies. Insofern, was machen wir? Das ist gerade echt eine schwierige Frage. Achso, ich habe übrigens hier schon 2 bzw. 3 Dark Silence Ring bekommen. Können auch mal schnell schauen, was die noch kosten. 40. 3? 3? Ah ne, Sell, okay. Also Buy quasi. Es ist auch immer so komisch, auf Trank Sell ist alles immer so andersrum, so. Weil der Spieler kauft ja was, aber hier steht verkaufen und ja, es ist komisch. Okay, also 8. Ja, 8 Pieren kosten die. Gut, okay. Das werden wir jetzt nicht machen. Wir hauen erstmal kurz den Müll hier weg. So. Was machen wir dann mit diesem Pad hier? Ich bin echt am Überlegen. Ich meine, ich. Halt immer switchen ist auch blöd, deswegen. Nee, komm, rein da jetzt. Los, let's go. Warum sparen? Sparen bringt nichts. Außer in Real Life. Aber selbst da bin ich mir nicht mehr so sicher. Okay. Hm. 2% Attack. HP. 3% Attack. Dann weiter im Text. 3%. Nee, was ist das? 5% PvE Damage, okay. Dann 10% HP und das andere sind einfach dann irgendwie Speed oder so ein Scheiß. Ja, genau so. Okay. Dann mal kurz weg mit dem Ding. Warum kann ich das noch. Ach, lol. Oh. Mann, Fleif. Mach nicht sowas mit mir. Ich habe gerade bekommen. Perfekt. Pad Feed. Super. Okay. Da ist mein Pad. Da ist das. Und da würde ich mal sagen, weiter geht's. Nee, geht's um nicht. Erstmal schnell umstatten. 100 STA. Rest in Int. Genau. Dann farmen wir mal noch eine Runde. Chris. Nee, Moonshadow. Ich bin übrigens fast hoch genug für die Ketten zu farmen. So, hier ist keine drin. Gut, gut, weiter geht's. So, da habe ich die. Nein, nein! Och, ich hasse das, Alter, ich hasse diesen. Warum wird dieser Bug. Also, warum wird das Ding immer noch nicht gefixt? Warum kann man das nicht persistent machen? Ich verstehe es nicht. Seit zig Jahren gefühlt regen sich Spieler drüber auf. Okay, Grilled Eel. Auch noch so ein Bug, der existiert. Ey, es regt mich halt wirklich auf. Es gibt so viele Bugs und die werden einfach nicht gefixt. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum. Es macht halt legit keinen Sinn. Zum Beispiel, dass das Grilled Eel verschwindet, nachdem man sich umstattet. Ich habe den Bug schon vor einem Jahr reported. Und der wurde auch schon bestimmt 20 Mal reported. Aber wird einfach nicht gefixt. Es ist halt echt zum Verzweifeln. So, Buffs. Anarchie-Buffs. Was haben wir aktuell alles an? Wir haben gar nichts an, okay. Glorious Tank. Ja, scheiß drauf, komm mal rein damit. Sonst glaube ich aber nichts mehr. Doch, wobei Temporary Attack vielleicht noch. Hier oben sehen wir auch Leiste voll, merke ich gerade. Kann man irgendwie Hide Guild Buffs machen oder so ein Scheiß? Ich finde es bestimmt gleich, so in 3 Minuten. Normal Buff Icons. Hä? Okay. Wo ist gerade deaktiviert? Nein, ist gerade deaktiviert. Nein, nein, Alter. The fuck? Okay, das ist irgendwie verbuggt. Ah.
Okay, nee. Ich sehe es nicht, ich glaube, sowas gibt es nicht. Das ist ja nervig. Das ist blöd. Das ist echt blöd. So, erstmal schnell die Haftstuhl anmachen. 1,4 Millionen Damage. Wo kommt auf einmal unser Damage her? Hey, lol. Oh, so viel Damage auf einmal. Warum? Warum? Woher? Wieso? Weshalb? What the fuck? Naja, ist okay. Also ich meine, ich habe natürlich mittlerweile wieder so viel Geld aktuell, 57 Perien, und wir könnten uns diesen Earring halt wirklich mit Leichtigkeit leisten. Ich denke mir halt so, ich will es eigentlich nur farmen, wobei ich überlege gerade, wir könnten... Ich habe jetzt halt heute nur noch 3 Runs, was auch wieder beschissen ist. Naja. Ich meine, wir könnten halt jetzt sagen, okay, wir farmen noch die 3 Runs, wenn wir nichts droppen, kaufen wir das Ding einfach. Oder? Wäre doch auch eine Idee. Weil effektiv... Ich meine, was bringt das Set eigentlich überhaupt? Ich hab nicht mal im Kopf, was das Set bringt. Hier ist es Dark... Silent Set. Oh, ich hab irgendwas mit HP gelesen. Wait, HP. Kein Wunder, dass die also tanky sind. 18% HP. Alter, what? Okay, 5% Attack mehr. 5% mehr Speed. 3% mehr Cast. Aber 18%. Warum bringt das Set denn HP? Hä? Ich glaube, gibt es die Kette überhaupt? Ich weiß nicht, ob es die Kette überhaupt gibt. Ich habe die noch nie gedroppt, glaube ich, oder? Habe ich die gedroppt? Keine Ahnung. Hä, Alter, Leute, was zum... Ja, okay, aber ich meine, man muss sich halt auch nicht wundern, dass das Balancing halt im Sack ist, wenn halt ein Damage-Set HP bringt. Also das muss man, also das ist halt irgendwie, ich meine... Ja klar, also da ist natürlich klar, dass das Balancing nicht funktioniert. Dass Ele halt mit 400k HP im GW stehen und halt dafür irgendwie 200k Damage machen oder 50k Damage machen oder so Scheiß. Ja, eher 200k Damage tatsächlich. Also ja gut, ich meine, ja logisch, also. Ich meine, die 18k HP werden mir auch einiges bringen, da bin ich mir sicher. Ist halt wieder fraglich, warum er halt sowas hat. Also, ich verstehe es halt teilweise nicht so. So, teilweise haben die sich so viel Gedanken gemacht fürs Balancing. Auch das Endgame-Balancing ist halt wirklich gut eigentlich. Wobei, ja, ich würde nicht sagen wirklich gut. Es ist okay. Es ist wirklich okay. Also, ich habe schon vieles sauber gesehen mit sehr, sehr, sehr viel schlechteren Balancings. Aber, ich meine, sowas hat das Midgame, also das Midgame generell ist komplett fucked. Also wirklich in jeder Hinsicht. PvE wie PvP. Midgame ist so miserabel gebalanced, das muss ich halt wirklich sagen. Und das ist auch nichts, was ich jetzt nur irgendwie alleine sage, das ist halt so ein Open Secret irgendwie. So jeder sagt es. So Midgame ist halt miserabel, wirklich. Also der GW, der ist halt, ich meine, schau den GW, es gibt 3 Klassen, die gespielt werden. Und davon ist auch nur so eine halbe so ungefähr gefühlt gut. Also so Ela und Blade ist halt wirklich geisteskrank. Und oh, gut, auch Ringmaster ist geisteskrank. Ich meine, letztens haben ein paar Leute da in der PvP-Arena Damage-Tests gemacht. Was hat der Ringmaster gehauen? Was waren das? 572k auf Dragon Rank 30 oder so. Ja, Dragon Rank 30 ohne diese krassen Sets. Ja, ohne die krassen Sets, ohne die krassen Schmucksets. Ich glaube, Schmucksets gab es noch nicht, beziehungsweise hat er noch nicht. Ich weiß nicht, auch nicht mehr genau. Und natürlich ohne die Dragon Rank 40 Waffen. Also, ja, ist natürlich übel. Das ist halt wirklich richtig, richtig übel. Jetzt mal noch schnell ein paar Power-Ups hier an. Ich habe gerade keinen Bock, dass hier irgendwie drauf geht oder so. Cooked Corn, ja, scheiß drauf, einfach so.
Eine Million Damage, aber es ist... Ja, nee, ich beschwere mich nicht, Ich bin halt eh schon einer dieser Klassen, die halt sowieso geisteskrank stark sind. Im PvE zumindest. Ich sehe nicht, dass die genervt werden müssen. Das sage ich erst, wenn die Season vorbei ist. aber ich sag... Also, wenn das halt wirklich eine reine PvE-Klasse sein soll und so, okay, ist das Balancing? Komplett okay. Ja, passt. Oh, ist fein. Passt. Wenn es aber halt nicht so gedacht war und man halt das so machen will, dass wirklich jede Klasse halt so ein PvE und PvE, PvP gleich stark ist, ja, dann würde ich mal sagen, schwierig. Dann bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, ja, effektiv, ich weiß auch nicht, ob so ein HP-Set halt irgendwie Attack bringen sollte. Bin ich mir auch nicht sicher. Also klar kann man es machen und so, aber ich finde halt, das HP-Set ist einfach überlegen im Gegensatz zu den anderen Sets. Dann können wir kurz schnell anschauen, Ulti-Destructive Set, nee, warte mal hier. Lightspeed, das ist 101-Set, Almighty. Es bringt 5% Attack mehr und ein bisschen Shit. Cast, okay, 220 Magic Power, okay, so, was ist das also? So. Wir haben was Wertvolles gedroppt. Leider nichts Wertvolles, was wir brauchen. Ach man. Haben wir zumindest diesen Basilisk-Buff. Der ist auch noch so stark einfach. Ich meine, 10% PvE, 20% Speed und 20 All-Stats. Speaking about balancing. Das Ding ist, ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, ob jetzt hier irgendwo... Also der Basilisk-Buff ist 1:1 wie damals, das weiß ich noch. Aber auch die anderen Buffs, also ich meine, ich habe mit Dani schon mal drüber geredet, dass die halt wirklich einfach zu stark sind. Diese Buffs sind halt... Ja, aber... Ich weiß, ich habe eben gar nicht mal so das Gefühl, dass ich halt wirklich da viel tut. Also, ich habe jetzt natürlich noch nicht die Endgame-Buffs und so natürlich getestet. Logischerweise, aber... Ich weiß nicht. Ich habe halt generell nicht so das Gefühl, dass... Ich weiß nicht. Weil hin und wieder gibt es so ein paar Bugs, die sind gefixt worden. Zum Beispiel, dass wenn man ein Achievement kriegt und im Upgraden, dass sich dann irgendwie das schließt oder so. Ja, das ist gut. Das sind wichtige Fixes. Die ich auch wirklich sehr gut finde und auch sehr, die auch generell wirklich angebracht waren. Dann gibt es auch wieder so Sachen, wo ich mir so denke, ja, wäre halt auch wichtig gewesen und so. Ich meine, ich überlege gerade, wie viel HP, Damage und Co. werden wir denn generell mit diesem anderen Set haben? Man müsste bedenken, das glaube ich bringt, oder? Bringt das nicht sogar mehr End? Ich weiß es gar nicht genau. Also das Ultra-Set bringt auf alle Fälle mehr End. Ich glaube, 60 oder 80 Sets bringt das, glaube ich. Und das ist halt wirklich schon auch... Das ist zu krass. Das ist halt auch wirklich... Was heißt zu krass? Ist halt okay. Aber... Ich glaube, man... Es steigt auch wirklich viel zu schnell wieder alles an. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen fraglich, gewissermaßen. Also ich würde halt das Balancing generell anders machen. Sagen wir mal so. Aber ist natürlich nicht meine Entscheidung. Ja, was soll man sagen? Keine Ahnung. Ich meine, im Endgame läuft es ja einigermaßen. Das Endgame ist ja okay. Also das Early Game ist halt wirklich... Das Early Game ist... Wobei, über das Early Game will ich gar nicht reden. Das Early Game ist so kurz, das ist eigentlich nicht wirklich... wert, dass man darüber redet. Aber das Midgame ist eigentlich wirklich so da, wo sich die Spreu vom Weizen irgendwie trennt. Also im Midgame hast du halt... Ich meine, überleg mal. Ich level hier gefühlt wirklich 2 bis 3 Mal schneller als jede andere Klasse. Und das ist keine Übertreibung. Also was heißt, ich meine, Ela levelt noch ziemlich schnell, okay. Ela nehmen wir raus. Aber alle Nicht-Mage-Klassen. Ich level doppelt so schnell wie jeder Nicht-Mage-Klasse. Mindestens doppelt so schnell. Wirklich mindestens. Also ich mache jetzt noch immer
5, 6 Level-Ups, vielleicht sogar 7 Level-Ups. Pro Stunde. Deswegen komme ich auch so schnell voran. Wie viel habe ich bisher gelevelt? Ich glaube 4 Stunden auf Dragon Rank 34. Natürlich noch ein paar Level-Ups durch Gilden, durch GW und so. Vielleicht waren es 5 Stunden, ich weiß es nicht. Aber definitiv nicht mehr als 5 Stunden. Und das ist doch irgendwie verrückt, oder? Oh nee, meine Wasserkühlung macht Geräusche. Nein. Oh nee. Ich hab ne Grafikkarte mit IO. Die macht Geräusche. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich überlege halt gerade, wo kriegt man. Wo kriegt man neue IO für eine Grafikkarte her? Weil selbst wenn man den. Wenn man sagt, okay, man hat einen Kühlblock schon drauf und so, aber man braucht den passenden Rest dazu. Und eine IO reparieren? Ich glaube ja nicht. Kriegst du nie mehr zusammen dann. Nee, Mann. Ey, ich habe die Grafikkarte jetzt seit Oktober 2022. Das Ding ist noch nicht mal 2 Jahre alt. Also ja, vielleicht läuft das Ding jetzt noch ein paar Jahre und so. Ich hoffe es zumindest. Aber Alter, reg ich mich das auf. Und ich habe das vor allem so kurz nach dieser Grafikkarten-Krise da gekauft. Also da war es eigentlich noch so eher mittendrin effektiv. Das waren 1200 Euro dafür bezahlt für eine 6900 XT mit Wasserkühlung. Oder was, 1100? Ich weiß es nicht mehr. Also war halt viel zu viel auf alle Fälle. Eine gleichwertige Grafikkarte, also die Grafikkarte mit der gleichen Leistung, die 7800 XT zum Beispiel, kostet heute 499 Euro. Nur mal so als kleine Anekdote. Wait, wir haben 29.07. Okay, wir haben 31 Tage in diesem Monat. Ich muss noch eine Umfrage machen und dann noch diese Umfragebesprechung. Worauf ich mich sogar sehr freue. Das ist wirklich das Format, was mir, glaube ich, am meisten Spaß machen wird seit langer, langer Zeit. Denn ist auch mal ein bisschen eine kreative Sache, wo man halt sagen kann, so, ja, kann ein bisschen drüber reden und generell auch, es gibt Raum zum Reden darüber und so. Also halt nicht so ja, man berichtet über irgendwas und sowas, sondern einfach so ein bisschen kreative Freiheit, würde ich mal sagen. Wie lange nehme ich schon auf? 18 Minuten. Okay, dann machen wir noch einen. Ja, nee, das passt. Das ist super. Das haut hin. Also, es haut einigermaßen hin, sagen wir mal so. Ich muss sagen, der Buff bringt gar nicht mal so viel wie gedacht. Also natürlich je nachdem, wie man es sieht. Ich meine natürlich, wir haben gerade, was haben wir gerade bekommen? 62k Damage effektiv. Ziemlich flat out 62k Damage. Naja. Es ist schon viel. Es sind halt 6% mehr Damage effektiv. Und 10k AP. Oder 5k, 6k AP, keine Ahnung. Was soll man sagen? Ich weiß es nicht. So. 217 Millionen hat das Ding. Ach, skaliert das Ding schon mittlerweile? Nee, skaliert nicht. Okay. Und nichts getraut. Perfekt. So, letzter Run. Möglicherweise. Ja, nee, alle letzte Run ist nicht, aber letzter Run erstmal. Und genau, wenn es jetzt eben nicht hinhaut, dann schieben wir noch eine Upgrade-Folge hinterher. Wobei ich. Ach nee, ich habe noch diesen Drop-Rate-Buff. Oh nee.
Was haben wir denn aktuell? Oh, nee, wir haben 12:39 Uhr. Fuck, ich habe keine Zeit, so aufzunehmen. Verdammt. Ja gut, okay, ich muss in der Zwischenzeit auslocken, dann halt irgendwie später ein bisschen was farmen, dann machen wir noch eine Upgrade-Folge für das neue Schmuckset. Wie schaut es denn eigentlich aktuell aus mit... Nee, Ketten farmen wir auch selbst. Die Kette farmen wir auch selbst. Ich kann im Offscreen schnell auf 35 dann durchziehen. Wobei... Oder? Ja doch, könnte ich eigentlich schon machen. Ich meine, ihr müsst auch mal bedenken, zum Thema Leveln und Balancing und so. Ich habe jetzt 6 Dragon Rank Amplis hier im Inventar. Ich habe davon 1 gefarmt. Und 2 oder 3 habe ich schon benutzt. 3 habe ich schon benutzt. Oder 4? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Worauf ich hinaus will ist, normalerweise muss man halt eben diese komische Höhle farmen. Dieses Ding Cave oder Dust Cave. Um die Dinger zu kriegen. Ich level aber so schnell, dass ich durch die Level Rewards mehr Dragon Rank Amplis bekomme, als ich halt brauche. Das muss man sich wirklich mal so vor Augen führen, einfach. So krass ist es halt einfach, wirklich. Ja, es ist schon... Das ist schon übel, irgendwie. Das ist schon alles übel. Was haben wir da noch alles? Dreier-Keys, gut. Auch die Menge an 7%-Karten, die man hier droppt, das... Ja. Ich weiß es nicht, ob ich mich ja wirklich zu viel hier drüber aufrege oder so, aber es halt auch wirklich einfach gerechtfertigt ist. Ich meine, schau mal her. Also, ich meine, man kann schon sagen, dass man zu viele droppt, oder? Schau mal her, 8 mal Volcano Card 7%. 7 mal Volcano Card 7%. Ocean Card 7%. Gerade eine Electric A getroppt. Wo ist die jetzt hin? Ach, da haben wir auch schon einen Stapel. Schau mal her. Da haben wir auch noch ein paar Earth A Cards, nochmal 3 Stück und so. Ja. was haben wir sonst noch alles? Ich meine, ich habe auch schon viel verschenkt und so, oder halt verkauft oder was auch immer. Water A habe ich 13, die habe ich getradet. Fire A, Wind A. Ja, die Gilde wird da auch ein bisschen inaktiver. Ist auch alles ein Problem. Muss irgendwie aussortieren oder so. Ich weiß auch nicht, Catsy Lady ist irgendwie auch mega inaktiv, also die ist gar nicht mehr online. Ja. Können wir mal so einen Chat reinschreiben. Guten Morgen um fast 13 Uhr. Das passt doch, oder? Ich meine, ich kann mich jetzt natürlich nicht beschweren, ich bin natürlich auch momentan sehr inaktiv. Aber ich meine, ich bin halt noch aktiv. Ich bin halt viel inaktiv, aber nicht komplett mehr aktiv. Jeden Tag irgendwie online, GW und so, versuche ich schon zu machen. Aber, naja. Ja, gut, natürlich ist es Montag. Es ist Montag 13 Uhr aktuell. Muss man natürlich auch mit einberechnen. Aber auch die anderen Tage sind vielleicht 2 Spieler mehr oder so. Oder vielleicht 3 Spieler. Naja. So, noch ein kleines Update meinerseits. Ich habe jetzt noch. Was waren es denn jetzt? Warte, ich muss zählen. Es sind 1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 9, sagen wir 10 Stunden habe ich noch ungefähr da. 10 Stunden habe ich noch übrig von dem Spielentwicklungskurs. Und ja, das sind wirklich richtig lange 10 Stunden, die hier noch anstehen, das kann ich euch sagen. Und da bin ich auch schon durch. Dann bin ich wirklich durch. Und natürlich, dann geht es natürlich erstmal los. Dann geht alles erstmal los. Das Problem ist, ich konnte mir halt gar nicht mal so viel merken und für mich behalten, wie ich gehofft habe. Das ist wirklich... also, ich lerne wirklich schon strategisch mittlerweile. Ich bin nicht der beste Lerner, ganz im Gegenteil. Ich lerne relativ schlecht und... um was zu lernen, brauche ich wirklich so 2 Stunden am Tag. Oder brauche ich diese 2 Stunden absolute Konzentration, die ich am Tag habe. Und alles darüber ist im Prinzip eigentlich kaum machbar. Naja, auf jeden Fall. Ich habe wirklich schon strategisch gelernt. Ich habe wirklich schon angefangen zu lernen. Und dann quasi alles noch im Kopf durchzugehen. So, was habe ich gerade gemacht? So, ja, das ist immer das größte Problem. Das hat auch wirklich jeder. So, was habe ich gerade eigentlich gelernt? Was habe ich gerade mit angehört oder durchgeschaut oder sonst irgendwas?
Und das ist wirklich mal so ein großes Problem. So, das ist wirklich so eine Sache. Und naja, auf alle Fälle, ich kann sagen, so, es lief eigentlich einigermaßen okay. Halt nicht gerade ideal und so, aber ja, ich denke, ich konnte mal genug behalten, damit ich das dann irgendwie wieder umsetzen kann. Und sonst kann ich nochmal die Videos nochmal rewatchen oder halt irgendwie das gleiche Projekt nochmal aufmachen und nachschauen und so. Ist ja nicht optimal und so, aber ist aktuell so die einzige Art und Weise, wie ich halt irgendwie lernen kann, in Anführungsstrichen, oder wie es halt einfach funktionieren würde für mich. So.